Ja, hallo, und da sind wir wieder im Weltenarchiv mit Trollerer. Hallo. Und er im neuen Soundgewand, denn er wurde tatsächlich genötigt, ein Billo-China-Schrottmikrofon sich zu gönnen, aber tausendmal besser als vorher, also insofern. Ja. Ist doch klasse. Dann danke nochmal an den einzig wahren Lord, der die Nötigung vollzogen hat. Und jetzt dürfen wir Telera mit noch krasserem Sounddesign. Also wenn man mal sich die erste Folge anguckt, wo das halb abgehackt war, weil es über Discord ging, bis jetzt, also da ist schon auch mit den Welten kam ja auch die Soundevolution. Also ja. Irre. Aber hier sind wir wieder in der uralten Welt. Mhm. Du weißt ja noch, beziehungsweise ja auch die Zuschauer wissen ja noch, die hier Welt mit den Steinwillen. Natürlich. Das hier kam kurz davor. Echt also, episch. Wir waren damals 6 Spieler auf einem billigen Nitrado-Server und irgendeiner, da, weil hier kennst du Varo? Ja, gut, das ist ja. Irgendeiner von denen dachte, hey, Varo ist cool, lass uns das auch mal machen. Oh ja, und das da sieht schon erschreckend ähnlich wie Varo aus. Das untere Ding hier war quasi der Spawn für unser eigenes Varo. Warte, wo bist du? Ach, da. Als ob sie den sehr geil. Hier war mein Team, das waren hier einmal ich. Ich war auch irgendwie der Einzige, der den Kompass und die Uhr mitgenommen hat. Und oh ja, dann war okay. Hier der Typ, der in der anderen Welt da mit dem Willen diesen Obsidian-Turm gebaut hat. Den weißt du auch noch, ne? Ja, ja, also der unvergessene Moment auf jeden Fall. Also wer das noch nicht gesehen hat, bloß die Playlist anschauen. Ist also sehr genial, was da kam. Hier war dann Tim. Ja, die haben alle auf jeden Fall sehr an... Oh, hier ist sogar Zeug. Ja, und der hatte noch hier irgendwie einen Freund dabei, der in der anderen Welt, glaube ich, gar nicht mehr dabei war. Nur das ist klug, ja. Mhm. So, dann war hier auf jeden Fall der Typ, der in der anderen Welt da das Haus gebaut hat, was abgefackelt ist. Immer geil, und, ja. Und hier in dem Team war noch der Legendäre aus meinem Video, der Mega-TNT-Explosion, der dabei war. Alter, der war oh hier ja. Auch dabei. Solche Premium-Leute, Alter, da habt ihr echt die Creme de la Creme zusammengetrommelt, ja. Ich denke, bevor wir da reingehen, können wir mal eben hier ein bisschen gucken. Hier sind ein paar richtig dumme Sachen. So ein bisschen Feeling erhaschen, was hier so in der Welt passiert ist, ja, das stimmt hier wohl. Irgendwie hier wohnen wir. Hier wohnen wir, also auch ein schönes Haus wieder. Oh nein, Alter. Wow, war das wirklich eine Falle? Ich glaube, das war eine Falle. Also die ist natürlich unanfechtbar gut, auf jeden Fall. Oh. Da hinten habe ich irgendwas rumgecopy-pastet mit World Edit. Das kam aber dann auch später. Boah, eine ganze Holzwand, das ist schon echt, obwohl die ist, das ist der Spawn nochmal halb. Ja, den hatte ich da hingecopy-pastet. Ach so, aber ohne Truheninhalt, voll traurig. Ah ja, gut, hier geht's. Ja, gut, das ist aber wirklich nett, eine Kopie. Ist hier noch irgendwie eine Leiter runter in eine Mine? Ich weiß nicht, ob die Mine hier wirklich so natürlich generiert ist. Ich glaube aber eher, irgendwer hat die also künstlich gebaut. Ja, ja, die sieht irgendwie. Ja, ja, und jetzt ist ja klar, Strip-Mine-Angelegenheiten sind ja hier. Das ist ja. Oh Mann, na, Alter. Komm, der Weg ist zu lang. Nee, der ist voll bisschen viel Nichts ist da auch, ja. Ja. Also das müssen wir uns nicht unbedingt. Auf jeden Fall wieder Big Brain Taktiken hier wieder am Start, das ist ganz klar. Warte, irgendwo, warte, wo war das? Ah, da hinten. Oh Gott. Hier, wo dieser Dschungelbaum ist. Oh ja, der sieht auch sehr natürlich aus. Aha. Alter, was hier ist denn hier los? Erstmal diese Kiste. Ui, ah ja. Das ist Bait-Loot, ja. Oh, hier geht's. Und hier wohnen wir. Naja, hier oben ist, glaube ich, der richtige Eingang dazu. Was ist denn das mit der Tür hier? Was soll das? Gott, ey. Da geht sie irgendwie runter. In irgendeine kerkerartige Konstruktion. ja, artig kann man das nennen, das stimmt, ja. Und hier war, kennst du das Target-Plugin, wo man diese eigenen Meta-Portale hatte? Oh, die ja, okay, und dann, oh, Plugin-Kiddies, oh, herrje, ja, jetzt komischerweise funktioniert das nicht, Hier sind jetzt keine Plugins mehr. Schade, will gar nicht das richtige Feeling wie 2012, ja, Ich glaube, das war eher irgendwie 2013 oder so. Ja, okay, ja, so erste Varo-Zeiten war das ungefähr, ja, Aber schon gut geschätzt.
So, oh, dieser Obsidian-Koloss. Erstmal hier unten in den Spawn rein. Das ist echt. Hier war irgend so eine Art Bahnhof. Das darf niemals fehlen, dann solche Welten, so eine Schienenstrecke. Mit dem Team. Die Killer Group. Die Marvel Super Heroes und die King Kongs. Die King Kongs. Oh, Alter. Oh, nee, Alter, was ist das? Warum bist du schon wieder so klaustrophobisch hier? Was soll das? Ich weiß es nicht. Und irgendwie können wir auf jeden Fall hochgehen. Ja, ja, ja. Im zweiten Teil der Welt. Ja, aber ist hier nichts mehr? Schwert und Bogen. Was soll das hier? Der eine Typ hat ein Schwert bekommen und der andere einen Bogen. Oh, die geht wieder raus. Okay, das ist natürlich, in Wasser, ich meine, sehr gnädig. Ja, spannende Räume, definitiv. Dann gehen wir hier mal diese lange Leiter nach oben. Das ist immer klaustrophobisch. Ich kann die andere Leiter nehmen. Es gibt beides zum Gleichen. Achso, ja, ja, okay, da gehe ich ein bisschen an deinen Füßen riechen. So, hier war dann nämlich später, nachdem dieses ganze Projekt war, dachte ich mir hier, oh, mache ich so einen richtig geilen öffentlichen Server auf. Der, also klar, das denkt man sich natürlich immer hier bei diesem wunderschönen Obsidian hier. So, erstmal hier gibt es verschiedene Räume. Einmal der Bahnhof. Oh ja. Könnte mal hier. Gut. Geht halt nach unten. Achso, geht da unten dann. Das ist natürlich der Weg wert, ja. Ich würde sagen, wir machen erstmal die rechte Seite und dann die linke. Ja. Alter, so, der Aussichtsraum. Aussichtsraum. Der ist ganz anders als die anderen Glasgänge. Alter. Na, okay, nee, das sind so. Ey, das ist geil. Ich bin ein Fan. Dann waren hier nochmal zwei von diesen Stargates. Nether Central, ja, okay. Overspawn, right-click, ja, okay. Das waren so schlecht generierte Schilder. Overspawn war, glaube ich, das hier oben. Das hieß Overspawn. Alter, geil. So, und dann haben wir hier den Zauberraum. Der Zauberraum, wow. Ja, spektakulär. Hätte ich niemals erwartet, dass das hier ein Zauberraum ist. Okay, so wie es jeder immer baut. Das ist klasse. Aber hat seinen Zweck so, bestimmt erfüllt. Hier ist dann nochmal so eine Glaswand. Aber hier ist kein Aussichtsraum. Hier sieht man keine Aussicht. Das sieht man nur in diesem einen da. Und dann hier geht's in die Arena. Alter. Diese Türen, die man dann behindert. Ich glaube, tatsächlich irgendwer anders gebaut, um dann hier Kämpfe zu machen. Oh, hier kriegt man sogar automatisch Potion. Shit. Hier, da oben ist Speed. Ein Beacon. Ach, nur ein Beacon. Ich dachte schon, das wären hier mit Commands fancy. Nee. Ah, okay. Auf jeden Fall gibt es natürlich in der Arena auch Türen. Natürlich. Downfall fällt man einfach runter. Boah. Ey, das ist heftig. Das gefällt mir. Und dann ist hier der Moderator. Alter. Wetten, der ist geil. Glaswand. Ja, natürlich. Und hier geht's hoch durch noch eine Tür. Ah, die Tür mit den Knöpfen, das ist echt für Deppen. Das wird, glaube ich, dann irgendwie so eine Art Kommentatorbereich. Oh ja. Das Ganze. Zum Glück sieht man auch sehr gut, was links unten in der Ecke passiert, nämlich nicht durch die Treppe, aber das ist ja mal egal. Okay. Das war schon ziemlich dumm. Oh, so. Schön. Solche Anfänge ist echt geil. Zuschauerbereich. Ja, genau, der überdeckt nämlich einen Teil der Arena, den man als Moderator gar nicht sieht, ja. Mhm. Und hier kann man dann einmal durch den Gang in einen anderen Teil des Zuschauers. Diese Tür, nee, das ist echt maximal pipiger, okay. Ja. Ah, okay, ja, hier sieht man dann sogar wirklich mal, was abgeht. Also. Wenn wir nochmal zurückgehen, geht's hier runter. Da wird man's. Wieder zurück. Alter, dieses mit den Eisentüren, warum auch immer Eisentüren? Das ist echt. Oh. Oh, hier das war gehen schon wir noch nicht rein, das machen wir ganz zum Schluss. Weil die Ränge. Das ist das Bescheuerste an der ganzen Welt. Mhm. Das machen wir zum Schluss. Ja, okay. So, dann in den VIP-Bereich, da durfte nicht jeder rein. Erwarte das Allerbeste. Aha. Oh, mit Gloucester, okay, ist schon edel. Mhm. Oh, hier wieder mal zum Gucken, klar. Auch gleich. Ja, hier, weißt du, gucken und oben. Ich glaube, hier bist du vorhin gespawnt und dann ist was explodiert. Ah ja, genau, hier drüber war ich, genau, das war bestimmt der Overspawn.
Und die haben ja, hier gibt's so Druckplatten. Seid ihr doch mal auf den Trichter gekommen? Ja, ja, genau. Ja, nur für die VIP. Ach stimmt, die anderen, die müssen sich da doof knüppeln da. Ja, ja, klar. Und hier ist halt der VIP-Zuschauerbereich. Und hier sieht man sogar was. Echt wild. Ja, okay. Das finde ich gut, dass der Moderator einfach am wenigsten sieht. Ach, schön. Oh, ist das genial. So, wenn wir hier oben noch einmal weitergehen. Und sehr vielfältig auch mit den Baublöcken, ne? Und einmal aufs Dach. Oh ja. Hey, da war ich auf dem Dach, dann hat er hier. Ach ne, wohl nicht ganz, ja. Hm. Hier ist sicher. Ja, hier ist. Alter. Ja, gut, Dach ist nicht gelogen, aber okay. Ja. Ach nee. Und hier hinten gab's halt dann noch Crafting Table. Amboss und Ender-Truhe, okay. Ich ja, hab hier sogar in der Ender-Chest habe ich ganz viele Diamond-Stacks und Diamond-Block-Stacks und irgendwelche Erze, Alter. Und Lapis und ein Drachenei und so weiter alles. Ja, es wird tatsächlich mal benutzt. Was, ja. Alles, was man so in Vanilla als wertvoll ansieht. Ja, natürlich, klar, die guten Sachen. Ja, ja, deswegen, es ist echt, also... Oh. Ja, aber jetzt ist tatsächlich nur doch die... Ränge. Die Ränge? Was? Ja. Obwohl, hier gab es auch noch draußen noch eine Leiter. Da konnte man noch mehr aufs Dach. Konnte man? Oh, was ein Gefühl. Hier kann man überall hoch. Warum auch immer. Hey, hier kannst du an die Leiter springen. Und jetzt kann man hier so drauf rumturnen, okay. Ja, aber da kommst du dann nicht mehr zurück, außer in die Arena. Ja, okay, hier ist dann wieder so und hier ist dann der Beacon. Oh Mann, Alter, das ist auch genial. Ah. Dann würde ich sagen, das Highlight der Welt. Oh nein, die Ränge, die sind, oh Mann. Das ist so unangenehm. Oh nein, okay. Ach so, es ist hier, Hier. Sponsor, ah. 10 Euro pro Monat. Oh ja. So, dann gab's das hier ist Supporter für einen. Oh, jetzt habe ich es weggemacht. 1 Euro, pro ja. Schätzer, Bilder und FAQ für 50 Cent pro Monat. Was zur Hölle? Dann den VIP rein. Wer zahlt denn sowas? Den brauchte man, um in den VIP zu kommen. Ja, der ist, mir auch 10 Euro. Der ist mir auch 10 Euro wert, um da die Druckplatten zu benutzen. Extra. 50 Cent pro Monat und irgendwie steht hier Gandhi drunter. Warum auch nicht? Der hat schon, der hat bestimmt schon einen extra Rang, ja. Mhm. Ja, dann Moderator 2 Euro pro Monat. Heilige Proxy, Scheiße. Ich weiß gar nicht, warum, was der, das für ein Rang sein der soll. Der Proxy, der filtert ein bisschen, 3 ja. Euro pro Monat. Aha. Dann der Admin-Rang für 3 Euro pro Monat. Das ist natürlich sinnvoll, während hier der Sponsor 10 Euro, ja, mhm, ganz klar. Operator, also das war einfach OP, bekommen wir für 5 Euro pro Monat. Alter, und Admin dann nur mit über 3. Owner für 6 Euro pro Monat. Ah, ja, fair. Mhm. Und für Konsole, also für die Konsolenrechte 8 Euro pro Monat. Alter, what the fuck? Das heißt, statt dir irgendwie Netflix zu holen, kannst du dir für den gleichen Preis Konsolenrechte auf meinem Server. Konsolenrechte für diesen Server, oh und ja. Ränge mit / Vote. Ja, die will ich jetzt mal lieber ausprobieren. Oh, schade. Mm, bedauerlich. Ich hätte gerne 8. Alter. Hat das irgendjemand in Anspruch genommen? Bestimmt auch nicht, oder? Oder war das nur die Pläne für. Ich glaube tatsächlich nur hier. Die 50 Cent auch hat der Gandhi. Wer auch immer das sein mag. Ach so, Sponsor für den Server da wahrscheinlich wegen des Nitrado-Kosten, ne? Das passt ja ins Bild. Ja. Ja. Oh Mann, Alter. Das ist echt Konsolenrechte für 8 Euro, Alter. Wir zahlen ja fast den ganzen Server, um dann zu sehen, was auf der Konsole abgeht. Das ist ja total behindert. Oh nee, Alter. Und das in diesem Obsidian-Kram. Oh Mann, aber immerhin hattest du große Pläne. Es ist schon herzallerliebst. Alter, ich will auch einmal mit der Bahn fahren, ganz wichtig. Ach, einmal mit der... In der nächsten Welt kannst du schon genug Bahn fahren. Das ist mir mal ganz gleich. Ich will jetzt auf jeden Fall jetzt in meinem Minecart fahren. So, okay. Ja, so viel Spaß hatte ich noch nie. Oh, nein, da ist noch ein Minecart drin. Okay, Hilfe. So, dann würde ich sagen, stoppe ich den Server auch. Obwohl, erstmal stoppen wir die Aufnahme. Ja, yeah, genau, diesen wunderschönen Server. Da muss ich sowieso noch hier Screenshots auch noch machen. Das darf nicht zu kurz kommen. Das kommt ja immer aber nach jeder. Ich würde sagen, das hier und die nächste Welt kommen in hier eine Folge.
Obwohl, wir sind schon bei 15 Minuten. Ich denke, dass die Kiddies heutzutage auf YouTube, die haben nur die Aufmerksamkeitsspanne für 2 Minuten. Deswegen, das machen wir nochmal schön in einem extra Video. Deswegen hier so als Comeback ist doch dieser herzallerliebste Obsidian Tower. Ist doch, glaube ich, einfach nur super. Und ich denke mal, dann verabschieden wir uns für diese Weltenarchiv-Folge. Und ja, wir werden bestimmt noch viel Spöke sehen. Tiller hat ja autistisch alles archiviert, wie wir es schon gesagt haben. Und wir werden nach und nach die schönsten Ergüsse der Zeit durchgehen. Und ja, ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie mir. Und natürlich Tiller auch wieder das Ganze schön noch zu sehen. Und ja, will ich behaupten, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss. Tschüss.